Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis, unserer nachhaltigen Stadt. Wir blicken noch einmal auf das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, nämlich das Auffüllen der Baulücken in den Moselauen mit dem Industriegebiet und den Stadtteilen. Das haben wir jetzt aber soweit abgeschlossen, sodass wir hier, was heißt abgeschlossen, ist ja noch genug frei, aber wir wollen jetzt hier mal weiterziehen und das nächste Thema angehen. Dann haben wir hier auf der linken Seite auch noch viel Platz zum Ausbauen. Hier wird auch irgendwann mal der Anschluss erfolgen, dass die Stadt sich hier in diese Richtung weiterentwickelt. Aber ich möchte jetzt in dieser Folge mal wieder ein energietechnisches Thema angehen, nämlich ein Pumpspeicherkraftwerk bauen. Und zwar hier in der Hügelkette als Speicher. Als Energiespeicher, das sollte unsere nachhaltige Stadt haben. Wenn wir so ein bisschen die Topologie angucken, wenn wir so ein bisschen hier uns mal drehen, bieten hier die Hügelketten doch einiges an Möglichkeiten. Das wollen wir jetzt auch mal uns genauer anschauen. Dazu brauchen wir die Konturen, damit wir das besser sehen. Also es geht ja hier schon zwar einigermaßen flach, nicht sondern nicht steil, aber doch stetig nach oben. Diese dicken Linien sind immer 10 Meter, die weißen Linien dann immer die 100 Meter Schritte. Und ja, die Idee wäre, ob wir nicht hier vorne ein Unterbecken etablieren können, dass das hier quasi der Unterbeckenteil wird. Das hat schon einiges an Erdreich bewegen. Und dann hier oben machen wir dann hier ein Oberbecken. Denn die Idee jetzt bei den Pumpspeicherkraftwerken ist ja, also die Physik ist ja einfach. Das ist ja nur die potenzielle und die kinetische Energie. Wir haben ja hier oben das Oberbecken und wir fangen jetzt auch direkt mal an, dass ich hier schon mal anfange, die Becken ein bisschen vorzubereiten, weil wir dann ja doch einiges an, auch ein bisschen Zeit brauchen, um das dann zu fluten. Also das hier ist das untere Becken. Mal gucken hier, das ist noch relativ hoch. Also hier machen wir jetzt also den Damm dann zu. Da bauen wir dann gleich auch noch eine Mauer. Und wir wollen hier oben das Oberbecken haben. Mal gucken, was machen hier die weiße Linie. Ich möchte hier vielleicht mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen hier auf jeden Fall auch nochmal das zumachen. Wenn wir probieren, dass wir das hier so rüberziehen und dann hier so ein bisschen mit den Höhen spielen. Und dann haben wir hier, da müssen wir mal einmal Move-It benutzen, um hier die Bäume mal alle zu entfernen, denn die möchte ich dann doch hier nicht haben. Das sieht dann ein bisschen komisch aus, wenn wir das hier alles einfach so fluten. Da muss mal die Axt kommen. Die wären gefällt. Das können wir ein bisschen verbreitern. Also was ist die Idee? Relativ einfach. Das physikalische Prinzip. Wir nutzen die Höhenlage, also den Höhenunterschied von dem Oberbecken zum Unterbecken, um dann, wenn das Wasser dann der Höhe in die Tiefe fällt. Wir sind jetzt hier bei 267 Metern, hier bei 386 Metern, also rund 100 Meter Höhenunterschied. Den nutzen wir aus. Wenn das Wasser jetzt in die Tiefe stürzt, dann gewinnt es an kinetische Energie, also Bewegungsenergie. Das führt dann dazu, dass wir damit eine Turbine antreiben können, und das ist immer so das Grundprinzip der elektrischen Energieerzeugung. Wir wollen ja dann die Turbine versetzt einen Generator in Rotation. Wir wollen immer Rotation haben, denn durch die Rotation schaffen wir es, dass wir damit Strom erzeugen über die elektromagnetische Induktion. Das ist also das Grundprinzip, was wir immer haben. So,
Also hier haben wir schon unsere beiden Becken. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da müssen wir jetzt dann einmal von hier oben nach unten. Das, also normalerweise ist das natürlich unterirdisch. Ich will das jetzt aber hier mal oberirdisch machen. Das war nix. Also hier müssen wir nochmal das untere Becken wieder korrigieren. Dann von hier nach hier. So, das geht dann steil 100 Meter in die Tiefe. Da werden wir dann einen Kanal setzen. Diesen tiefen Kanal. Ruhig den, ne, den schmalen, den finde ich eigentlich ganz gut. Gefälle zu steil, das mag er so. Gucken wir uns das mal an. Da werden wir glaube ich mit Move-It nochmal korrigieren. Das ist jetzt quasi unsere Fallhöhe. So, die. Ja, das sollte so gehen. Wir gucken gleich mal, wie das dann aussieht mit der. Aber das ist ein bisschen tief richtig gefallen. Tut mir das nicht. Kann ich den nicht einfach flacher machen? Das ist etwas besser. Wir können die Seiten dann wieder schließen. Denn dann haben wir hier den Abschluss. Ja, die Kaimauer hier ist schon relativ hoch. Und das ist. Machen wir denn hier diese. Also die kann ich nicht setzen, weil noch kein Wasser da ist. Vielleicht müssen wir hier dann die Höhe noch mal ein bisschen anpassen. Wir brauchen einen Wassereinlass, bevor wir jetzt gleich was erklären. Also hier ist der Frischwasseraustritt. Küste empfohlen, das muss uns nicht weiter interessieren. Wobei wir können eigentlich, glaube ich, viel geschickter. Das passt hier mal so eine Wasserquelle mitten reinsetzen und dann lassen wir das jetzt hier mal sich füllen. Da ist das Wasser entstanden. Ja, das kann sich jetzt hier erstmal ausbreiten. Währenddessen werden wir hier noch ein paar Objekte platzieren. Das macht, glaube ich, Sinn. Wir können hier noch ein bisschen das hier erweitern. Und schauen, wie sich jetzt hier langsam das Becken flutet. Das werden wir dann gleich natürlich oder nachher, wenn es jetzt hier gefüllt hat, müssen wir es natürlich einmal unterbrechen, damit das Prinzip hier dann funktioniert von dem Pumpspeicherkraftwerk. Währenddessen sich das füllt, können wir ein bisschen darüber sprechen, wie das jetzt hier funktioniert. Also wie ist die Idee? Wir haben das Oberbecken, das Unterbecken. Wenn wir Energie brauchen, lassen wir das Wasser von oben runterlaufen. Jetzt stürzt es hier auch in die Tiefe. Das heißt, wir setzen Energie frei. Umgekehrt, wenn wir Überschussenergie haben aus Windkraftanlagen, aus den Photovoltaikanlagen im Zuge unserer Energiewende, dann pumpen wir das Wasser wieder hoch. Auch das möchte ich natürlich einmal symbolisieren oder erstellen, indem wir hier pumpen. Nehmen, die wir dann hier vorne platzieren. Da müssen wir wahrscheinlich mal gucken, wo wir die genau platzieren. Nicht direkt am Austritt, das ist nicht so sinnvoll. An sich sieht das aber schon mal gar nicht so schlecht aus. Vielleicht können wir hier so 10 Meter in Höhe hier so ein kleines Plateau bauen und sie dann dorthin setzen. Kein Bau auf Wasser möglich. Das Problem kennen wir.
Das sieht ja so ein bisschen wild aus, finde ich jetzt aber spielmechanisch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich muss das hier gleich wieder zumachen, denn sonst läuft mir die ganze Zeit das Wasser hier runter. Dann brauchen wir trotzdem noch einen Frischwasseraustritt. Den müssen wir noch platzieren. Das machen wir dann hier hinten irgendwo. Wobei, den können wir besser hier vorne hinsetzen, dann haben wir nicht so viel Überschuss an Rohrleitungen. Dich löschen wir wieder. Wir setzen noch die Wasserrohre. Und wir brauchen dann gleich noch natürlich elektrische Energie, die können sich nicht selber versorgen. Das funktioniert nicht. Wir setzen mal temporär hier ein Windrad hin. Das werden wir nachher dann nochmal ändern. Das ist natürlich unrealistisch, dass hier so ein Windrad steht. Das dreht sich. Strom sollte fließen. Glaube, dann können wir hier unsere Wasserquelle erstmal wieder löschen. Und jetzt ist die Frage. So, was haben wir hier? Die Studierendenzahlen interessieren uns an der Stelle erstmal nicht. Wahrscheinlich brauchen wir hier mehr, ne? Das. Sind 120.000 Kubikmeter. Ideal wäre es, wenn wir da einen Ausgleich hinbekommen. Vielleicht muss ich da, damit es einigermaßen ausgeht, noch mit noch mal ein bisschen rumprobieren. Das wie oft kann man also hier in 24.000 raus. 120 ist ja viel zu viel, da brauchen wir gar nicht so viele. Beziehungsweise müssten hier mehr Wasseraustritt haben. Ich unterbreche mal kurz, damit ich sehen kann, wie das Wasser jetzt hier so fließt. Die Wasserquelle ist weg. Wie man jetzt hier sieht, das wird ja sowieso komplett überspült. Da brauche ich meinen Kanal eigentlich gar nicht. Wir lassen es mal weiterlaufen und werden jetzt hier noch ein paar Versorgungswege platzieren. Ja, nach dem müssen jetzt hier mal jetzt, bis sich das hier mal sortiert hat, dass das dauert, aber ja, vielleicht geht es ja aus. Das, idealerweise habe ich genug oder ausreichend Möglichkeiten hier, dass es rauf und runter, also dass es hochgepumpt wird, dann wieder runterfließt. So ein Perpetuum mobile, was natürlich dann in der Umsetzung Quatsch ist. Und idealerweise schwappt hier nichts über. Das müsste im Zweifelsfall nochmal sicherstellen, da würde ich dann eingreifen. Also im Prinzip ist, wenn wir halt die Überschussenergie haben, dass wir dann das Wasser hochpumpen, überpumpen. Das heißt, man kann das sogar umdrehen, das Prinzip. Wir speichern die Energie hier im oberen Becken und wenn wir sie halt brauchen, geht es halt wieder in das untere Becken. Sehr einfaches Prinzip, das nutzen wir auch schon seit ja, vielen 100 Jahren. Das ist also eigentlich alles kein Hexenwerk oder keine komplizierte Technik. Im Zuge der Energiewende natürlich wichtig. Ich baue mal eine Brücke drüber. Schaffe ich das, ohne dass ich hier ein. Ja, das geht wunderbar. Wobei, das ist ja Quatsch. Das Wichtigste fehlt ja noch. Wo ist denn hier meine Mauer? Da. Dann muss ich das hier löschen. Da haben wir einen Gedankenfehler gemacht. Das macht, glaube ich, so mehr Sinn. Also. So,
Muss ich mal gucken hier, dass wir hier Oberbecken, Unterbecken. Und dann haben wir hier unsere Mauer. Von hier nach hier. So, jetzt haben wir es auch. Jetzt müsste sich das System ja selber tragen. Hoffe ich. Mal gucken, was jetzt passiert. Die machen wir jetzt gleich noch hübsch, sobald wir die muss das auch mal stehen, das Windrad. Sobald jetzt hier dieser das Wasser sich hier einigermaßen sortiert und beruhigt hat. Und wir haben jetzt hier die Straße. So. Wir werden hier eine kleine Ringstraße für die Servicefahrzeuge noch platzieren, damit dann die Techniker hier hinkommen. Die kommt auf diese Seite. Läuft das Ding außer Betrieb? Ich glaube, das funktioniert in dem Spiel nicht. Ich habe das nämlich schon mal ausprobiert. Das nimmt er aber nicht an. Da kommt er mit diesen strömenden Gewässern, kommt er nicht so gut zurecht. Wir setzen hier den Serviceweg weiter. Bis hier hinten und platzieren dann nochmal das Windrad. Da überlegen wir uns dann gleich nochmal eine andere Lösung. So. Mal schauen, was passiert. Hier müssen wir noch runter. Das wird dann die Herausforderung. Wir haben hier die Straße von unserem Industriegebiet. Da vorne kommt der Übergang. Wir gehen mal von hier. Will ich rauszoomen. Hier sieht man nicht so von hier aus. Will ich nach hier. Also nochmal, das ist der Ausgangspunkt und dann möchte ich hier hoch. Geht das direkt? Oder muss das eigentlich so ein Meandern werden? Das wird wahrscheinlich eher so ein Meandern. Ne? Ich glaube, das ist Quatsch. Das werden wir, glaube ich, hier wieder korrigieren, dass es hier etwas hübscher wird. Das war Quatsch, da müssen wir, glaube ich, so einen Serpentinenweg setzen. Wir haben hier noch die Eisenbahn, die muss ja auch noch hoch. Kümmern wir uns sofort drum. Das Wasser strömt hier rein, das wird hier abgepumpt. Ah, der hat mir gesagt 120, das heißt eine Wasserpumpenstation versorgt 5 Frischwasseraustritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da brauchen wir noch mehr. 15 Austritte für 3 Pumpen. Alle angeschlossen und versorgt. Es ist jetzt hier nur die Frage, pumpen die jetzt das hier unten leer? Null. Ich dachte, ihr kriegt das, glaube ich, hier mit der Strömung nicht hin. Wir schauen uns das dann nochmal an. Wir können aber in der Zwischenzeit, glaube ich, hier mal diese Keimauern setzen. Das Oberbecken wäre versorgt. Ich glaube, hier setze ich gar nichts hin. Dann nutzen wir hier den natürlichen Felsen. Hier unten brauchen wir das dann noch. Und man sieht schon, dass das hier ordentlich leer gesaugt wird, aber nicht runterfließt, weil das Kraftwerk das verhindert. Scheint mir. Wir müssen das mal beobachten.
Wir lassen es erstmal hier nochmal die Kaimauer langziehen. Mit ein bisschen Aufwand haben wir es jetzt geschafft. Wir sehen, dass das hier unten leer gepumpt wird. Das ist nicht ganz in unserem Sinne. Wir machen die Konturen mal einmal aus, dass ich jetzt hier nochmal ein bisschen nachfahren kann, dass wir das Unterbecken auch sauber abgrenzen können mit den mit den Kaimauern, hier das Glei, upsala, uiuiui, das wollen wir nicht. Da brauchen wir doch nochmal die Konturen, das sieht auch eigentlich ganz gut aus, hier vorne noch. Und dann müssen wir es hier wieder ein bisschen auffüllen. Es schwappt noch ordentlich, aber ich hatte gerade das Gefühl, ne. Dachte, das würde hier fließen. Naja, das ist wie es ist. Dann werden wir trotzdem hier nochmal so eine Verbindung schaffen, also dass wir hier auf der Höhe einmal so einen Weg haben, der dann hier entlang führt auf dieser Höhe. Ja, hier ist es höher. Das müssen wir beachten. Da haben wir so einen leichten Höhenunterschied, das ist aber nicht so schlimm. Dann gleichen wir das ein kleines bisschen aus hier. Daran soll es ja nicht scheitern. Aber da haben wir ein schönes kleines Pumpspeicherkraftwerk geschaffen. Dann machen wir noch einen Weg von hier oben hier runter. Also von da möchte ich dann hier hoch, damit wir auch dann noch so einen Serviceweg haben. Ja, das sollte aber klappen. Die Bäume können noch weg. Hier haben wir noch ein bisschen viel Erdreich. Auch das nehmen wir hier nochmal weg. Und dann schalten wir mal die Konturen nochmal aus. Ja, aber hier fließt doch Wasser, oder? Bin ich jetzt? Ne, das schwappt nur. Das Wasser schwappt nur. Ich glaube, hier mit der Straße müssen wir auch näher ran. Das sieht komisch aus. Ja, diese Hydrodynamik ist ein bisschen tricky hier. Ich glaube, wir müssen hier nochmal. Die Wand ist hier ein bisschen komisch. Ne? Hier, oh, hier ist ja viel zu tief. Ja, fast 20 Meter. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das müssen wir hier so angleichen und dann noch ein bisschen anpassen gleich. Also etwas erdreich bewegen. Ja. Dann füllen wir das hier noch ein bisschen auf. Das ist doch eigentlich wunderbar. Aufweichen, dass das hier ein bisschen besser passt. Dann haben wir auch das Unterbecken sauber, einigermaßen sauber dargestellt. Die Feinheiten kriegen wir dann später. Also Kontur nochmal aus. Hier ist noch erdreich, das baggern wir weg. Ja, hier vorne ist auch noch welches, damit wir hier die
Keimauer sehen. Da vorne ist dann das aber, ja, die Pumpen funktionieren, das muss man sagen. Die pumpen das ja hier hoch. Vielleicht setzen wir ja nochmal eine neue Wasserquelle hin. Wir lassen das erstmal ein bisschen noch sich sortieren. Hier ohne eine Delle drin kriege ich die eigentlich hier mit dem Unified Tool. Kann der das auch? Von hier. Oh, das kann er sogar. Ah, das ist ja super. Boah, das ist ja perfekt. Dass wir mit dem Multitool arbeiten können. Von da nach da. Und das gleiche machen wir hier auch. Das wollen wir nicht, das ist nicht der richtige Weg. Von hier nach hier, ne, da müssen wir, brauchen wir Zwischenschritte. Also von hier ausgehend nach hier. Sehr schön. Dann setzen wir die Straße noch hier dran und dann haben wir es auch quasi geschafft, dass ich nur die Toolschatten wieder ab. Weg jetzt aber. Ja, was kann man jetzt zum Pumpspeicherkraftwerk noch sagen? Es ist eine alte Technologie. Wasserkraft nutzen wir schon seitdem wir elektrische Energie im Einsatz haben. Damit ging es los, bis dann halt im Zuge der Industrialisierung natürlich die Kohlekraftwerke kamen, die deutlich verlässlicher und auch besser steuerbar die Energieversorgung dann in den Städten zunächst, dann später etwas dezentraler mit den großen Kraftwerken übernehmen konnten. Das, aber dennoch haben die Pumpspeicherkraftwerke sich eigentlich immer bewährt. Wir haben in Deutschland gar nicht so viele Kapazitäten, das sind knapp 40 Gigawattstunden, die wir, glaube ich, nur haben. Das ist nicht so viel. Andere Länder sind da deutlich besser. Also Norwegen, Schweden, Österreich, Schweiz, da ist die Topologie deutlich besser. Wenn dann, glaube ich, wie kommen wir am besten hier runter? Wir können durch den 31 von hier rüber machen. Upsala. Das wollen wir hier. Haben wir hier so eine Rampe. Deutschland bietet sich aber topologisch nicht an. Man könnte so ein bisschen im Alpenvorland, da wäre vielleicht noch was möglich. Aber das, ja, Deutschland ist kein gutes Wasserkraftland. Wir können die Laufwasserkraftwerke, das haben wir schon mal in einer Folge uns angeguckt. Das funktioniert nicht gut. Da haben wir einfach wenig Potenzial. Die Flüsse, die wir dort nutzen, sind nicht ideal. Wir gucken mal ganz kurz, wie hier die Steigung ist. Einfach nur mein Interesse halber. 12%. Na gut, es ist ja nur ein Serviceweg. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viele Bauchschmerzen mit. Das sieht noch komisch aus hier. Noch ein paar Servicegebäude, damit das hier mit dem Pumpspeicherkraftwerk auch vernünftig läuft. Da gucken wir, was wir haben. An passenden Gebäuden haben wir noch irgendwelche Wassergebäude, die man hier vielleicht noch mal ergänzen könnte. Das hier werden, glaube ich, noch mal, wenn wir es nicht zwingend so in der Art und Weise brauchen, aber ich finde das gar nicht schlecht, dass wir noch mal solche Technikgebäude haben. Da schaffen wir uns hier nochmal ein bisschen mehr Platz und dann zäumen wir das gleich noch ein. Ja, also ja, Deutschland hat gar nicht das große Potenzial für Wasserkraft. Die Wasserwege sind soweit eigentlich alle
alle bedient. Die Mosel, die Saar, da sind Wasserkraftwerke. Am Neckar haben wir das ein bisschen, das war es aber auch schon. Viel mehr Möglichkeiten, sinnvoll, also wirtschaftlich sinnvoll, haben wir nicht mehr in Deutschland. Das ist in anderen Ländern deutlich attraktiver. Ich glaube, ich muss hier mal so eine kleine Wasserquelle reinsetzen. Ich weiß nur, dass irgendwann läuft das hier oben voll, ne? Wenn das hier nicht genutzt wird, dann kleinen Auslass bräuchte ich eigentlich. Kriege ich das irgendwie hin? Einen ganz kleinen, schmalen Durchgang mache hier an dem Kraftwerk vorbei. Das ist zwar nicht schön, aber notwendig. Mal gucken, was jetzt passiert. Das stürzt jetzt hier vorbei. Kanal kann ich hier nicht richtig setzen. Ich das hier auch gucken, was hier noch. Das ist halt ein bisschen tricky. Gucken, ob das jetzt hier besser klappt. Stürzt jetzt hier in die Tiefe. Das ist noch nur die Spielmechanik. Dann gucken wir, ob wir hier noch eine Keimauer setzen können. Das wäre ja zumindest noch ganz gut. Die mag er auch nicht. Nein, die mag er nicht. Dann müssen wir hier, glaube ich, das ein wenig wieder kippen. Dann, sonst fließt hier zu viel Wasser durch. Das darf nämlich auch nicht sein. Passt, aber noch wieso passt hier keine Keimauer hin? Na, die hier. Doch, das passt. Das passt nicht. Und hier den Schluss kriegen wir noch hier mit dem Muffet hin, oder? Das wäre doch gelacht, wenn wir hier den hier nicht. Oh Gott. Was macht er denn hier? Er ist, glaube ich, komplett durcheinander gekommen. Na, das mag er gar nicht. Wieso nicht? Da müssen wir mal ein bisschen verbessern. Das ist aber alles schon nicht so einfach. Aber wie gesagt, das Potenzial ist in Deutschland nicht so groß, was solche Pumpspeicherkraftwerke angeht. Wenn wir hier in der Nähe von Trier haben wir ein großes Pumpspeicherkraftwerk in Vianen, also auf Luxemburger Seite, gehört zum deutschen Stromnetz, also wird vom deutschen Energieversorger betrieben. Aber ist ja nur auf Luxemburg oder direkt in der Grenzregion, sagen wir es mal so. Das passt noch nicht ganz. Das ist ein Pumpspeicherkraftwerk, das drittgrößte in Deutschland. Und ist aber jetzt nicht
unbedingt, also viel Potenzial haben wir nicht mehr, da noch weitere Pumpspeicherkraftwerke zu bauen. Das ist, wie gesagt, sehr aufwendig, sehr teuer. Obwohl wir jetzt Speicherkraft, also Speicher ja brauchen in der, im Zuge der Energiewende. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir aktiv werden. Jetzt ist gleich das Ding hier unten leer gepumpt. Da müssen wir mal eine Wasserquelle, eine kleine, hier unten reinsetzen. Das Spielchen kennen wir ja schon mit der Mosel. Da setzen wir hier mal eine Quelle rein. Mal gucken, wie gut sich das hier dann etabliert. Und dann machen wir hier vorne noch eine Brücke. Die Idee wird sein, dass wir dann eine Mischung haben aus, also Pumpspeicherkraftwerken, aber nicht in Deutschland, sondern in Europa. Dass wir die dann nutzen. Boah, er hat hier echt große Probleme mit unserem Gebauten hier. Das gefällt mir nicht. Wir machen hier wieder zu. Dann ist das kein perfektes Pumpspeicherkraftwerk, aber das hier sieht doch ziemlich bescheuert aus. Haben wir die Lücke jetzt hier geschlossen? Sollte. Ja, das war ein Satz mit X. Ja, das gefällt mir wieder besser. Und dann haben wir hier unsere Verbindung hierhin. Das ist gut. Und wir haben hier noch das Kurventool. Ziehen das hier gerade besser. Ja, einmal Pumpspeicherkraftwerk, das gucken wir uns mal an. Die Wasserquelle können wir hier rausnehmen. Hier sind noch die Reste, die hier fließen. Damit haben wir es auch erstmal geschafft, denke ich. Das Pumpspeicherkraftwerk läuft. Wir werden dann in den nächsten Folgen hier noch ein bisschen ergänzen. Noch einen Zaun setzen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht nehmen wir auch hier einfach diese Pumpen weg und haben einfach nur zwei Seen. Ich glaube, das machen wir auch so. Dann hat sich das hier. Kommt weg. Das heißt, alles Weitere passiert dann jetzt hier innerhalb des kleinen Kraftwerks hier, unser Wasserkraftwerk. Das passt eigentlich ganz gut. Das hier sind unsere Servicegebäude. Finde ich auch sehr schön, dass hier Photovoltaik auf dem Dach ist. Ne, das sind nur Sichtfenster. Das ist keine Photovoltaik. Schade eigentlich, aber die passen hier oben ganz gut hin. Damit hat jetzt unsere Stadt Viridis ein Pumpspeicherkraftwerk. Die Leitung fließt hier oben lang. Das heißt, wir können hier das Windrad auch entfernen. Wir können theoretisch hier oben dann nochmal ein paar Windräder platzieren. Das kriegen wir dann aber später mal. Wir lassen das jetzt hier mal sich beruhigen. Haben jetzt hier das Oberbecken, das Unterbecken geschaffen. Gucken wir uns das nochmal an aus der Vogelperspektive. Das heißt also, Viridis hat jetzt auch ein weiteres Speichersystem. Der Wasserstoff ist auch eine Art des Speichers, das Power to Gas, indem wir dann aus dem Überschuss PV-Strom unseres Offshore-Windparks Wasserstoff machen oder Methan, also eine Erzeugung von Gasen, klimaneutralen Gasen.
Das ist jetzt eine konventionelle Technik. Dazu kommen dann die Batteriespeicher, die wir sicherlich dann auch in dem Stadium, in dem wir dann sind, haben werden, Ende des 20. Jahrhunderts, dass wir überall stationäre Batterien in den Gebäuden haben. Und damit haben wir aus Sicht der Energiewende den Speicherbedarf gedeckt, die Batteriespeicher als Kurzfristspeicher, das Pumpspeicherkraftwerk als Mittelfristspeicher oder also Batterien Stunden bis Tage, das Pumpspeicherkraftwerk ein paar Tage und die Gasspeicher, das Power to Gas, das sind saisonale Speicher, dass ich im Sommer aus Überschuss PV-Strom dann im Winter mich versorgen kann mit dem Gas, dass ich entweder rückverstrome oder dass ich damit heizen kann oder Industrieprozesse da treiben kann. Das ist hier ein ganz schöner Blick. Im Hintergrund der Windpark, hier vorne der Pumpspeicher, da haben wir alle mal zusammen. Ein paar Clipping-Fehler jetzt hier. Aber gut, das kriegen wir hin. Prima, dann können wir unser Pumpspeicherkraftwerk verlassen. Das Wasser kämpft noch ein bisschen mit sich selber. Wir verlassen damit auch Viridis. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.